Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Joseko und wir sind wieder back in Captain of Industries und ihr seht schon, unsere Fahrzeuge sind fleißig dabei, hier eine neue Fabrik aufzubauen, die sogar recht groß ist, alles in allem. Hier müssen wir noch ein bisschen Graphit einlagern, so war das zumindest, glaube ich. Hier kommt dann, genau, das passt alles, denn es fehlt nicht mehr viel, hoffentlich, und wir kriegen unsere Kohle gerettet. Sie geht auf 2,3K gerade hoch, ich habe keine Ahnung, warum sie gerade hochgegangen ist. Aber ich hoffe mal, dass sie noch weiter hochgeht, denn wir haben ein riesiges Problem an Kohle und es fällt immer mehr aus, selbst die Wartung läuft nicht mehr reibungslos. Und das ist alles andere als gut und könnte uns in ein richtiges Dilemma bringen, wenn ich das hier so sehe. Hier unten ist nämlich die Kohle gerade ausgegangen, das heißt, wir haben nichts mehr. Retten könnte uns einzig und alleine diese Fabrik, die dazu imstande wäre, das zu korrigieren. Wir brauchen das hier nochmal eben, das wird aktiviert, das wird auch aktiviert. Stromprobleme. Wir kriegen immer neue Probleme. Ich weiß aber nicht, warum wir ein Stromproblem haben sollten. Vielleicht ein Anzeigefehler. Oder wir haben schon wieder Schwankungen im System. Jedenfalls, das Gebäude muss jetzt auch als nächstes fertig werden, egal wie. Wir brauchen Kohle, 2,2 haben wir. Wir haben noch ein paar gelbe Teile, das heißt, ich nutze nochmal schnell die Gelegenheit und kaufe bei den Nachbarn Kohle ein. Oh, die ist teuer geworden. Das Schiff, es bringt nichts, wenn wir da selber hinfahren, weil unser Schiff das da unten schon alleine regelt. Und ich hoffe mal, dass wir zumindest bis hierhin durchkommen. Also, wir setzen das mal. Ich hoffe, es funktioniert inzwischen. Bauprio hoch und auch hier eine Bauprio hoch, da sie die beiden Sachen zuerst bauen sollen. Damit würden wir hier oben ohne... Warte mal, müssen wir noch einstellen. Zwei kleine des Erz. Damit würden wir hier oben, ohne dass wir viel Kohle ausgeben, in der Lage sein, Stahl zu produzieren. Das könnte uns den Hintern retten, auf jeden Fall. Und das müssen wir hoffen, dass das klappt. Wir produzieren allerdings gerade keinerlei roten Teile. Kohle ist auf 2,4. Wird in der heutigen Folge, glaube ich, unser Hauptproblem werden, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Die Wartung ist gerade ausgefallen. Wir brauchen auch Stahl dringend hier für die letzten roten Teile. Das Band, es ist noch so hart, es darf nicht angehalten werden. Wir brauchen die roten Teile dafür. Es sei denn, wir entscheiden uns jetzt, so hart wie das klingt, eine Anlage rauszunehmen, die viele rote Teile beinhaltet. Da könnten wir, oh, das ist so hart, wenn wir das jetzt machen, aber passt auf, das sind rote Teile. Wir nehmen die komplette Fahrzeugproduktion raus, weil wir eh keine Fahrzeuge bauen aktuell. 96 rote Teile sind das. Die werden nicht ausreichen. Aber gut, wir werden es probieren und wir werden hoffen, dass es funktioniert und wir die zwei Gebäude hier oben errichtet bekommen. Wäre natürlich cool, wenn auch das Lager noch fertig würde, dann könnten wir noch mehr Stahl einlagern. Gut, das Gebäude, da fehlen noch 50. Das zweite wird auch gebaut. Wieso bringst denn du da zwei Teile hin? Ich hoffe, weil du du hattest 48 dabei. Gut. Das heißt, wir brauchen jetzt noch insgesamt 38 haben wir von 40 Teilen. Das ein Teil fehlt noch. Ein rotes Teil fehlt. Du arbeitest gerade nicht. Das heißt, wir gehen hin und sagen Produkte entfernen. Und wir stoppen dieses Lagerhaus. Die Produkte, die uns fehlen, liegen nämlich auf dem Förderband. Und wenn jetzt viel Glück im Spiel ist, wir sind übrigens bei 2,8 Kohle, Kohle steigt wieder, fragt mich nicht warum, ich finde es trotzdem gut, dass es gerade passiert, denn das könnte uns ein bisschen den Hintern retten. So, macht hinne, bringt mir bitte, was habt denn ihr da angebracht, Wasser, oh, Wasser ist gar nicht angeschlossen hier oben, okay, ist egal, aktuell. 20 Teile fehlen. Darüber läuft Wasser. Das heißt, ich werde auch mal dieses Rohr eben kopieren. Halt. Wir starten direkt daneben. Denn ich sehe, dass wir ja hier auch noch Sauerstoff anliefern müssen. Das ist auch nicht einfach. Wir bauen das mal bis hierhin. Und dann bauen wir noch einen großen Tank. Ja, ich baue trotzdem große.
mit Sauerstoff, weil wir werden hier oben definitiv noch mehr brauchen. Und einmal, ja, wir bauen den hier hin. Das sollte passen. Nehmen wir das obere, weil wir ja für die unteren dann auch noch Sauerstoff brauchen. Hier kommt ein LKW durch. Okay, das wird nur angeschlossen. So. Was ist mit den roten Teilen? Warum werden die nicht geliefert? Ich mach mal auf schnell liefern, damit das Gebäude steht. Du hast LKW-Import an. Klingt komisch, ist aber so. Du hast LKW-Export aus. Ne, an. So. Dann können die den Stahl von hier oben abholen, den wir jetzt kohlefrei produzieren. Mit dem Stahl, den wir dann hoffentlich auch hier unten reinbekommen, kommen wir auf jeden Fall weiter. Und ich werde diese Anlage bald rausnehmen. Kohle ist auf 3,2. Sie steigt auf jeden Fall langsam. Jetzt muss die Wartung steigen, bevor uns alles ausfällt. Aber das sieht auch gerade ganz okay aus. Haben wir es geschafft, mal wieder in letzter Sekunde alles zu retten? Das ist hier die Frage. Also, freischalten müssen wir. Das Gebäude, das muss gebaut werden, das. Damit das mit dem Wasser besser funktioniert. Du hast das Gebäude und das Gebäude angeschlossen. Okay. Dann wäre der nächste Bereich, den wir bauen müssen, dieser hier. Ja, wir haben immer wieder kurze Aussetzer. Das lässt sich aber nicht vermeiden. Kohle ist auf 3,5. Wartung ist kaputt. Okay. Die Rohrleitungen fürs Wasser, die hier müssen wir bauen. Obwohl, nee, die brauchen wir noch nicht, weil wir Wasser noch nicht runterliefern. Also gut, genau, die beiden Gebäude sind das nächste, was wichtig ist. Da oben sehe ich gerade, liegt Eisen, also Stahl. Die bringen halt die Materialien, Gott sei Dank, gerade alle hier hoch. Das ist gebaut. 113. Wir machen mal hier eine schnelle Lieferung draus. Kohle ist bei 3,7. Okay. Das Gebäude wäre, glaube ich, das nächste, was wichtig ist, weil sie die Sachen noch selber hochbringen. Das heißt, ich setze das mal eben auf eine Prio von 7. Das wäre auch wichtig, damit es da nicht zu Ausfällen kommt. Das setzen wir dann auch mal auf 7. Und eventuell wäre das hier noch recht wichtig. Ja, die kommen im LKW auch dran. Das setzen wir mal auf 7 und du bist Kalkstein. Das können wir auch auf 7 setzen. Okay. Ja, okay. Also, wenn die gebaut sind, müssen wir hier unten uns darum kümmern, dass wir Graphit bekommen. Ich habe das doch deaktiviert gehabt, oder? Das hier hatte ich. Ja, komm, dann mach das eben, dann haben wir es und dann ist gut. Stahl geht hoch, Kohle geht aktuell noch hoch. Ich weiß nicht, wie lange. Rote Teilchen stehen still. Das liegt woran? Ah, weil wir die hier pausiert hatten. Okay, alles klar. Geht die Wartung auch hoch? Die Frage stellt sich gerade. Wir sollten eventuell Export aus, Import an. Und da sage ich jetzt mal, versuch das Ding mal. Wieso kann ich den. Achso. Versuch das Ding mal voll zu halten. Weil dann fangen die LKWs nämlich hoffentlich an, hier oben die Stahlsachen dann abzuholen, um weiterzumachen. So, okay. Hier wird noch ein bisschen Scheiße abgeholt. Das ist okay. Und die roten Teile, ja. Kohle 3, okay, 4 wieder. Hier oben grüne Plättchen. Die laufen natürlich überhaupt nicht wegen dem Wasserstoffproblem. Daran arbeiten wir aber indirekt auch schon. Denn wir haben doch hier noch nicht alles eingezeichnet. Wir brauchen hier nochmal, warte mal. Ich habe mich um den Dampf und um das Wasser gekümmert, um alles andere noch nicht. Wir haben Kohle 4,4.
Damit müsste die Anlage langsam aber sicher wieder hochfahren. Wir brauchen ein Lagerhaus, um Sachen abzuholen. Das bauen wir mal. Ne, dann kommen die da nicht durch. Dann bauen wir das mal. Ja, okay, die Seite passt auch. So, hier wird eingelagert. Ich mache einfach nebenbei schon mal die Planung für die nächsten Sachen. Die werden wir auch nach und nach jetzt alle starten. Schüttgut, das ist dieses Band. Wir müssen es halt nur in der richtigen Reihenfolge dringend bauen. So. Ich weiß auch nicht, warum die Kohle gerade hochgeht. Ne? Also. So. Wieso geht das nicht? Ach, nee, oder? Ich habe das Ding schon wieder falsch rumgebaut. Abriss. So. Ey. So, jetzt aber. Da kommt Schwefel rein. Und dann das Förderband. So. Okay, das passt. Dann haben wir hier noch... Ammoniak geht hier rein. Das heißt, hier produzieren wir den Wasserstoff. Und den Stickstoff pusten wir hoch. Dann ist das soweit erledigt. 4,6. Okay. Haben wir schon ein paar Sachen angeliefert? Nein. Aber die beiden sollten halt die Prio haben. LKWs passt gerade noch. Es könnte also schon wieder sein, Maschinendefekt. Super viele Maschinendefekt noch. Aber es scheint zu laufen einigermaßen, weil die Kohle da ist. Wenn wir jetzt die Wartung hochkriegen, Leute, dann bin ich super zuversichtlich, dass wir das Ding auf die Reihe kriegen. Das Ding reißen wir mal ab. Wir müssen uns nur merken, dass wir keine Fahrzeugteile mehr produzieren, aber was willst du machen? Ist gerade wichtig, dass wir, also es war wichtig, dass wir die Sachen da oben bauen. Auch wenn die noch nicht wirklich arbeiten, aber ich meine, dass sie immer mal wieder kurz anläuft. Du nicht. Du wirst den Dampf nicht los? Moment. Das würde bedeuten, genau, dass dieses Rohr fehlt. Das können wir freigeben. Dann geben wir das noch frei und das sowie das. Das sind dann also auch nochmal Sachen, die eine gewisse Prio erfordern. Das wäre dieses Band. Da machen wir mal Produkte entfernt. Dann arbeitest du nämlich schon mal kurz wieder, bis du wieder defekt bist. Das müssen wir also jetzt öfters mal manuell machen. Zumindest bis ja, hierhin. Aber egal. Jede Einheit Stahl, die wir da oben schon mal produzieren, bringt uns weiter. Es ist gefühlt zu wenig, um weiterzukommen. Und das liegt am Stahl. Naja, gut. Rote Teilchen. Warte mal. Produzieren wir keine roten Teile, weil das gestoppt ist? Ja, natürlich. Dann werden wir dieses Band stoppen. So rum. Deswegen ging es nicht weiter. Okay. Problem erkannt. Ich dachte, das Stoppen heißt nur, dass der Ausgang verboten ist und nicht, dass auch der Eingang blockiert wird. Aber gut. Wenn wir jetzt wieder rote Teilchen bekommen, das werde ich einmal Produkte entfernen, damit wir alles hierüber bekommen. Hier haben wir noch ein paar grüne Plättchen, das ist auch wichtig. Das müsste schnell gehen, ob sie die jetzt zur Baustelle fahren oder was sie sonst damit machen, das kann ich nicht beantworten. Wartung, 28 Maschinendefekt. Aber ich hoffe mal keine wichtigen. 4,9, die Kohle geht wieder hoch. Wie gesagt, die ging die ganze Zeit runter. Ich habe nicht wirklich was geändert. Und auf einmal buddeln die sich hier unten rein. Wieso buddeln die sich denn da runter? Was habe ich denn da schon wieder eingestellt? Oh! Leute, das war so nicht geplant. Abbruch, Abbruch, zumindest das. Und wenn die hier noch Kohle haben, dann können wir hier gerne so arbeiten. Weil hier kommen sie scheinbar runter.
Es hat auch was Gutes. Na gut, okay, da ist zumindest der Beton geliefert worden. Das ist auch schön. Produkt entfernen. Das geht zum Glück automatisch dann sofort. Rote Teilchen kommen wieder. Ich hätte gern das Lagerhaus hier oben noch fertig. Wobei ich hätte auch das hier dringend fertig. Okay, die Plättchen. Die dürfen theoretisch gebaut werden, die weißen. Ich überlege gerade, ob wir kurzzeitig mal einen Schornstein für Dampf da unten reinbauen. Also an der Stelle hier. Weil die Anlage dauert natürlich, bis wir da die roten Sachen zusammen haben, ne? Diesel passt. Nahrung passt. Arbeiter passen. Einigkeit geht hoch. Also, ich kann mir nicht helfen, aber es sieht eigentlich aus, als wenn wir doch ein bisschen weiter kämen. So. Ja. Soll es unsere Rettung gewesen sein? Sollte es funktionieren? Also wenn ich den stabil laufen lassen kann. Aber wo willst du eigentlich hin? Ach, du hast jetzt ein bisschen was hier rübergebracht. Okay. Und Stahl bringt er ja gerade manuell in dieses eine Häuschen rein. Wo ist es denn schon wieder? Stahl bringt er ja hier rein. Okay, die gelben sind voll. What? Es liegt also echt nur an den roten? Na gut. Wir haben hier Stahl drin. Ich weiß zwar auch wieder nicht, woher sie den haben. Vermutlich. Genau, nehmen sie den hier hinten irgendwo raus. Wir haben ja hier auch irgendwo ein Stahlhaus. Irgendwo steht's. Ich glaube hier. Dann nehmen sie hier den Stahl raus und bringen ihn da rein. Ich kann mir vorstellen, dass es genau so gerade läuft. Aber wenn es meine Wartung gerade steigert, dann soll mir das auch recht sein. 5,6 Kohle. Und wir bauen unser Häuschen. Na gut, wenn wir die vier Häuser, fünf, sechs Sachen haben. Jetzt schaue ich mal ganz kurz noch was anderes nach. Es liegt aber am Wasserstoff, wenn ich mich nicht irre, den wir hier nie haben. Genau. An dem alleine liegt das gerade, dass wir nicht weiterkommen. Sonst würden wir hier mehr grüne Plättchen produzieren und könnten eventuell auch hier das Band wieder voller bekommen, damit wir weiterkommen. Ich könnte jetzt mal ganz kurz das hier anschmeißen, weil hier grüne Plättchen drauf liegen. So hätten wir zumindest wieder kurzzeitig ein bisschen Wartung. Nur so, damit wir das Band leer kriegen. Das mache ich jetzt auch mal hier. So. Dann haben wir zumindest ein paar Teile wieder vorrätig da liegen. Ich nehme das jetzt gleich auch wieder raus und werde die deaktivieren, keine Sorge. Ist nur eine Sache für den Moment. Jetzt hier können wir fertigstellen. Dann haben wir das Gebäude auf jeden Fall schon mal durch. Sehr schön. Hier darf Eisenerz eingelagert werden, damit die Anlage immer läuft. Kalkstein, ich weiß nicht, was wir als nächstes bauen. Wäre mir am ehesten noch fast unwichtig, weil ich möchte doch oben das Lagerhaus zuerst haben. Deswegen, ich pausiere das. Ich pausiere das. Und damit müssten sie eigentlich da oben dran gehen. Das können wir mal wieder Produkte entfernen. Schade um den Dampf, ohne Frage, aber ich muss hier Prioritäten setzen und die müssen, denke ich, die richtigen sein. So, was war ich sonst noch am Überlegen oder machen? Genau, wegen der Wartung nochmal gucken. Ja, es sind ein bisschen zu wenig Bauteile drauf, weil auch diese Anlage einfach zu langsam ist. Ich kann aber dafür hier mal die Leistungssteigerung runternehmen. Wobei, ich könnte sie eigentlich drauf lassen und ich steigere wieder hier das alles. Wir haben ja genug Einigkeit, also warum machen wir das nicht einfach? Kostet jetzt natürlich wieder viel Kohle. Aber noch für den Moment, um die Einigkeit hochzukriegen, dass das hier oben durcharbeitet, glaube ich, ist das doch sinnvoll. Also, hier das Rohr wieder Produkte entfernen und ich glaube, dass wir jetzt auch hier unten, da sind sie, genau, nichts mehr drin haben. Leistungssteigerung runter und Pause. Ich werde auch dieses Band hier pausieren.
weil die sollen die grünen Plättchen dann alle in das erste reinbringen. Das ist jetzt auch leer, also wird hier auch pausiert. Und ein bisschen haben wir, damit wir etwas Energie haben, um hier oben vernünftig zu produzieren. Okay, jetzt muss dieses Gebäude hier erledigt werden. Könnte dauern, aber könnte auch schnell gehen. Kohle 5,9. Müsste gleich hoffentlich wirklich erledigt sein, das Problem. Das ist halt so dumm. Die fahren das, glaube ich, wirklich im Kreis. Okay, die Anlage steigern wir mal. Aktuell 30 Gebäudedefekt, 29, 34, 33. Aber wir haben auch Kohle hier oben, also sollte uns das nicht unbedingt ausgehen. 33 goldene haben wir wieder. Rote. Und damit den ersten großen Teil unserer Anlage korrigiert. Jetzt überlege ich, ob ich hier vorne noch ein Lagerhaus für Bauteile mache. Ich glaube, das wäre echt sinnvoll. Denn wenn das funktioniert, könnte ich diese Anlage schon mal wegreißen. Die ist halt eine richtige Kohlefresserin, ne? Und wenn wir hier oben den Bereich laufen haben, wird dasselbe produziert wie unten, nur günstiger. Wir können ja die Produktionsteile noch dahinter setzen. Sonst funktioniert das ja nicht. Müsste also, wenn das Lagerhaus hier vorgesetzt werden. Oder wir haben eine LKW-Verbindung von oben nach hier. Ja, ich glaube, das mache ich per LKW. Dass ich dann einen LKW hier auf diesem Lagerhaus habe. So. Und dann Exportroute nach hier unten. Und zwar auf dieses Gebäude. Obwohl, das bringt keine hier hin, ne? Dann müssten wir das auch noch anpassen, dass es auch in diese Wartung reinläuft. Aber das wäre kein Problem. Das könnte man ja dann problemlos machen. 37 defekte Gebäude. Ich sag euch, wie es ist. Es wundert mich ein bisschen, weil eigentlich kommt gerade genügend Wartung hier rein, um dagegen zu steuern. Jetzt sind es schon 50 kaputte Maschinen. Was ist denn das jetzt wieder für ein neuer Auftrag von euch? 47. Okay, die Bänder sind halt nicht zu 100% voll. Warte mal, wir haben nur noch 5 rote. Ah, okay, der erste scheint auf dem Weg zu sein. Genau, 60 haben wir. Dann geht es hier oben auf jeden Fall nochmal deutlich besser. Als nächstes würde ich dann, damit ich das hier nicht immer leer machen muss, dieses hier freigeben. 175, das wären nur 100. Aber der bringt mir halt nichts, wenn der nicht steht, ne? Gut, freigegeben sind sie ja eh. Okay, 53 rote. Eisenerz wird leer hier unten? What? Oh, ich glaube, ich weiß warum. Ich habe vergessen, dass die jetzt das Eisenerz hier rausholen und dann alles hochbringen. Das ist natürlich nicht die Aufgabe dabei. Andererseits gut, wenn der jetzt gleich voll ist, dann wird da eh unten eingelagert. Gesundheit ist ein Problem. Na gut, wegen grünen Plättchen. Diesel ist ein Problem. Bitte nicht jetzt. Okay, liegt ein bisschen auch an der Anlage. Wir werden das die Verbrennung mal eben stoppen. Warum ist denn jetzt auf einmal auch Diesel ein Problem geworden? Könnte aber ein Wartungsproblem sein.
Da bin ich jetzt mal noch vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Kriegen wir das hier irgendwie hin, dass wir schneller produzieren? Nur indem wir schnelle Eisenplatten bekommen. Ey, die Anlage läuft doch. Wir kommen in der Wartung nicht hoch. 57 Teile kaputt. Wie sieht das aus, wenn wir... Okay, wir brauchen ja die roten Plättchen. Ich glaube, wir müssen echt mehr buffen. Weil auch die hier sollten zügiger Stahl produzieren. Die vorübergehend zügiger Eisen. Weil wir ja hier auch... Ja, genau, es geht über den hier, passt. Oh, der Diesel. Guckt euch den Diesel an. Ey, wir haben Kohle, guck mal, wir haben Kohle. Aber hey, Diesel ist kaputt. Wunderbar, ich bin hellauf begeistert. Nur was macht das Problem? Oh, die Öltanks sind leer. Wie konnten denn die Öltanks leer laufen? Was ist hier passiert? Das geht halt gefühlt nur runter, ne? Produziert wird kein Diesel. Gut, wenn hier die Anlage natürlich auch nicht richtig läuft, ne, dann... Ja, es hilft nicht. Es ist ein Wartungsproblem. Auch das mit dem Diesel geht 40, lässt sich alles auf die Wartung zurückführen. Gut, aber Wartungsteile läuft, glaube ich, gerade richtig voll das Band. 52, wir waren gerade kurz mal bei 60. Also, wenn das jetzt runtergeht, müssen wir den Diesel in letzter Sekunde abfangen können. 51 defekte Bauteile. Ich habe ja hier nochmal ein paar Kleinigkeiten umgestellt, weswegen das eigentlich besser laufen sollte. 46 defekte Bauteile. 44, 43, 42, 41, 40. Damit müsste die Dieselproduktion wirklich wieder anlaufen und hochgehen. Grundwasser hat keine Ressourcen mehr. Ja, wunderbar. Ist genau der richtige Zeitpunkt für so einen Bullshit. Ja, hier wird halt auch super viel Diesel hergestellt. Die sind alle kaputt, die Teile. Wir haben 49 defekte Teile. 51. Leute, andere Richtung. Das Ding muss hoch. 54 wieder. Das Band ist noch nicht voll. Was könnten wir anhalten, um das zu beschleunigen? Das hier. Aber dann können wir hier auch nichts mehr anliefern. Jetzt ist das Problem, dass hier die Sachen da hochgehen. Teile, 49. Ich bin mir nicht so sicher. Das Band läuft ja nahezu voll, ne? Aber nicht ganz. Und das bisschen macht den Unterschied gerade. Diesel ist leer. Ich glaube, die letzten Bauteile sind auf dem Weg. Das könnte noch mal ein bisschen was verbessern. Wir stoppen mal eben das Gebäude. Wir stoppen das Gebäude und wir stoppen das Gebäude. So. So. Dann geht alles an Eisen jetzt wirklich in die Plättchenproduktion, in die Konstruktionsproduktion. 44, 40 Teile noch kaputt, 39, 45 wieder. Gut. Das wiederum könnte ein bisschen helfen. Diesel, 100 Liter noch. 100 Tonnen noch. Ich weiß nicht, ob das 1 zu 1 ist. Nee, Diesel dürfte eigentlich doch schwerer sein als Wasser. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, eigentlich müssen wir dieses Gebäude jetzt stoppen. Das ist so dumm hier. Jetzt so im Nachhinein betrachtet. Okay, wir halten das mal eben an. Maschinen sind 50 Stück kaputt. 47, 46, 45.
Das Band sieht so voll aus, dass wir eigentlich durchproduzieren müssten, Wartung. Aber irgendwie kommt da nicht so viel bei an da hinten. ...57 kaputte Teile. Reicht die Anlage überhaupt noch aus? Oder brauchen wir jetzt wegen den Sachen hier oben so unglaublich viel Wartung mehr, dass die Gebäude das unten gar nicht schaffen können? So, ich meine, wir haben ja hier auch noch eins, was nicht arbeitet. Aber wir haben auch hier ein paar Teile drin. Okay, das passt soweit. 53, ey, ich muss mit der Wartung aufpassen. So, hier, komplett volles Band. 49. Alleine schon mal zu wissen, wir kämen mal wieder so unter 30. Vielleicht haben wir eine Lösung oder eine Möglichkeit. Nee, aber hier sind auch nur 5 Stück drin, weil Sauerstoff fehlt. Und das ist im Sekundentakt kaputt, das Gebäude. 40! Wir standen kurz auf 40. Gehen wir doch in die richtige Richtung, ja? Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder bei 55. Wunderbar, machen wir gut, machen wir das. Richtig gut, ich bin begeistert. Stahl wird von oben angeliefert und der produziert deswegen noch rote Plättchen, okay. Diesel ist auch wieder unten. Rote Plättchen, was würde mir denn das bringen? Mal angenommen. Das würde LKWs entlasten. Und wir haben ja noch 2 Sachen, die gebaut werden müssen. Da darf ich mich jetzt nicht zu sehr drauf versteifen. Ich muss halt echt aufpassen, wie ich das vielleicht geregelt kriege. Und da habe ich eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir ändern mal eben dieses Band. Das geht mal eben weg. Und zwar geht das schnell weg. Das hier darf nicht das machen, was es tut. Gebäude, hör auf damit! Du sollst umgestellt werden auf... Wir hatten das vor Ewigkeiten schon mal. Ja. Auf Wartungsteile. Produzieren Sie Wartungsteile. Jetzt arbeitet er halt erstmal mit diesem Blödsinn weiter. Und da müssen wir gleich das Band auf jeden Fall leeren. Deswegen bleibe ich auch hier. Schnell liefern. So, genau das ist das Problem. Die Wartungsteile kommen nämlich jetzt hier nicht rein. Also Produkte entfernen, das muss schnell gehen. Ey, hör auf! Falsch. Sag mal. Los, das kostet mich Wartung. Mach die Sachen runter. Das sind die falschen, du sollst diese scheiß Fahrzeugteile da runterholen. Wir halten das mal ganz kurz an, das Band. Damit der hier wirklich nur... Das dürfte aber das letzte Mal gewesen sein, hoffentlich. Och nein, Mann, Junge! Hol die Fahrzeugteile darunter! Komm schon! Ach, hinne! Okay, passt. Stoppe Entfernung. Jetzt können wir weiterlaufen. Also, Abfahrt. Sieh zu! Wir haben die Produktionssachen nochmal gesteigert, was die Wartungsteile angeht. Und das läuft auch super gut durch. 20 Maschinen noch defekt, 19, 18, es geht runter, 14. Die Anlage fährt hoch. Eieiei, haben wir das wieder gut gelöst. Hoffe ich. Gut, der ist auch in Ordnung. Rote Teilchen sind wohin geliefert worden? Da nicht, da auch nicht. Und das ist gar nicht aktiv. Wo habt ihr die roten Teile? Wir hatten mehr. Also, wenn die Sachen stehen,
haben wir einen riesengroßen Vorteil, weil die Anlage automatisch läuft. 32 Teile wieder defekt. Wir hatten jetzt aber auch einen kleinen Leerlauf hier drin. Die Frage ist, können wir das Förderband verbessern? Das wäre eine Maßnahme. Check. Und zwar schnell. Siehe zu und werdet besser. Ja, es hält ganz kurz an. Nur die Sachen, die jetzt gerade in die Forschung laufen, die laufen dann über das Band. Weil das Band das schafft. Und das heißt, hier hinten kommt auf jeden Fall nochmal viel, viel mehr an. Dadurch, dass wir jetzt hier mit 3 Gebäuden aktuell Forschungsteile produzieren. Defekte noch, 12. Ja, wieder 14, aber es ist die Tendenz zu erkennen für runter. Und das Ding ist voll. Das erste Stock, das zweite Stock. Wir könnten also wirklich eine Überproduktion gerade haben, die uns hier den Arsch gerettet hat. Jetzt haben wir noch Diesel, das Problem. Da lag es ja, meine ich, daran, dass viele Sachen defekt sind. Das sind die irgendwie immer noch. Wir haben, gut, Kohle geht auch wieder ein bisschen runter, aber um die 7K schwankt das. Das ist in Ordnung. Hier liegt es einfach am Diesel, ne? Ja, dass auch das Gebäude immer mal wieder ausfällt. Ich bleibe immer noch dabei, das Dieselproblem ist, liegt da unten dran. So, hier unten läuft es auf jeden Fall. 7 Maschinen noch defekt. 8, 9, 10. Leute, ihr macht das irgendwie in die falsche Richtung. Wofür habe ich denn so viel Wartung hier runtergeschickt? Da müssen wir vielleicht nochmal eine komplett... noch eine weitere Anlage bauen. 6 Teile noch. Oh, und die Schiffe. Ich muss mal anhalten. Die Schiffe. Okay, das läuft. Okay, okay. Wir stoppen eben mal. Oh, ach so, das Kohleschiff ist das. Du wirst mal eben angehalten und du wirst auch mal angehalten, weil Schiffe haben wenig Kraftstoff. Auch das Kohleschiff. Naja gut, dann haben wir zumindest mal ein bisschen Entlastung, weil die beiden Schiffe nicht fahren. Ich weiß noch nicht, ob der Diesel hochgeht oder ob er echt Probleme macht. So, wie sieht's aus? Wartung, 10 Defekte. Aber trotzdem, es laufen noch alle Maschinen rein. 9, 8. Ich will das in der Folge heute noch hinkriegen. Wir sind schon wieder am Überziehen ohne Ende. Aber ich kann halt nicht mit so einem Problem aufhören, wisst ihr? Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. 4 Teile noch defekt. Das ist 2. Die Dieselproduktion läuft also aktuell und müsste... Ja, guck mal, wie das wieder hochknallt, sobald hier unten die Ecke auch arbeitet. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist es. Gut, jetzt kommen natürlich die LKWs, die sich alle wieder Diesel holen, die bis jetzt gerade keinen bekommen haben. Ich sehe gerade Wartung nicht, dass irgendwas defekt... Doch, 3 Maschinen defekt, 2 LKWs ohne Kraftstoff. So, der Maschinendefekt müsste gleich vorbei sein. Und dann sollten wir hier auch wieder... Oh, 1%, 2%. Wir sind wieder in Prozentbereichen. Das heißt, die Wartung geht hoch. Wenn jetzt noch... Kohle nicht als Problem halten, die gerade wieder als Problem auftritt. Was aber daran liegt, dass die Maschinen betankt werden wollen. Und der Diesel ist wieder weg. Oh, aber das Kohleschiff fährt mal los. Das ist auch schön. Und rote Plättchen bleiben gerade konstant. Haben wir hier noch irgendwas, was wir optimieren können? Ich achte mal darauf, ob der Tank funktioniert. Wir haben schon schwerere Zeiten durchlebt, glaube ich. Und was wir halt auch machen können, ist nochmal zu sagen, wir haben ja noch Einigkeit. Wir kaufen erstmal hier diese Teile wieder. Und dann schauen wir mal bei den Nachbarn. Gelbe Teile für Diesel, ja. Muss ja nicht lange sein. Und gelbe Teile für Kohle können wir auch machen. Okay, hat nicht gereicht.
Aber in so einer Situation waren wir schon mal und das hat dann erst gereicht, als die Anlagen hier oben gut produzieren konnten. Was auch ein bisschen mit am Wasserstoff liegt, der hier unten immer wieder fehlt. Gehen wir aber, 3% Wartung, 4%. Die Wartung geht hoch, hoffentlich, weiter. Wenn die beiden Gebäude stehen plus das, geht hier unten eine Sache ans Werk, die dafür sorgt, dass wir mehr Wasserstoff bekommen. Wird natürlich nicht viel sein, aber etwas. Dafür haben wir ja auch die Tanz. Stahl geht hoch. Arbeitest du hier oben durch? Das müssen wir mal. Nein, nicht pausieren! Produkt entfernen. Sonst bleibt die gleich stehen, das geht gar nicht. Hier haben wir auf jeden Fall schon Stahl eingelagert. Geht der Diesel hoch? 200, wir beobachten. Kohle geht runter, wir beobachten mit eventuell viel Sorge. Okay, das obere Band läuft auf jeden Fall noch durch. Wartung hat 10% erreicht. Kurzzeitig zumindest. Immerhin, wir haben auch Nahrung. Also, Leute, Nahrung ist nicht das Problem. Diesel hält sich gerade. Kohle scheint wieder hochzugehen, ganz, ganz langsam. Und ja, Wartung steigt. Damit haben wir eigentlich unser heutiges Problem, heutigen Tag irgendwie überstanden. Wenn wir jetzt auf 500 Diesel kommen, ist das für mich eine feine Sache. Warum produzieren wir keine roten Teile nebenbei, meine Mann? Und zwar liegt das daran, dass wir keinen Stahl haben. Wobei wir eigentlich Stahl haben sollten. Weil wir ja oben abholen können, wo wir 100 Stahl drin haben. 166 sogar. Das macht... Warte mal, LKW-Import ist an. Die dürften Stahl hier hinliefern. Habe ich das jetzt hier so eingestellt, dass... Nee. Hier dürfte auch jeder LKW was tun. Ich weiß nicht, warum er den Stahl nicht hier runterbringen will. Wenn ich das jetzt anmache, was ich machen sollte, mir fehlt die Verbindung hier zwischen, ne? Weil jetzt geht halt wieder super viel in das andere Gebäude rein, was wir hier unten brauchen. Okay, 46 haben wir. Diesel geht gerade runter. Okay, weil Kohleschiff fehlte. Na gut, damit kann ich leben. Trotzdem, ich will die 500 wieder sehen. Und vor allem will ich auch wieder, dass wir rote Bauteile produzieren. Kohle geht wieder hoch, 6,4. Wir waren eben mal 6,1 zwischenzeitlich wieder. Ich kann mir aber nicht erlauben, dieses Band zu starten, oder? Oh, warte mal. Warum ist denn hier keine Leistungssteigerung auf diesem Band? Das ändert natürlich auch einiges. Und rote Teilchen werden wieder produziert. Wir kommen also auch oben in der Anlage weiter. Und Wartung ist top. Diesel. Nächste Folge ist oben Ausbau plus Diesel, glaube ich, das Problem, an dem wir arbeiten werden. Okay, das passt noch. Gut, Kohle kommt rein, Diesel geht runter. Wasserstoff fehlt. Ey, warte mal. Ich bin auch ein Idiot, ne? Wenn wir die alle steigern. Nicht unbedingt die, aber die hier. Damit kriegen wir mehr Wasserstoff. Mehr Wasserstoff heißt mehr Diesel. Glaube ich. Immerhin qualmt hier gerade alles, was Diesel produziert, ist am Leuchten. Okay, cool. Diesel kommt auch wieder rein. Kommt zumindest auf 400. Ah, sieht halt alles so super eng aus.
Und ich muss auf die Wartung, auf die Einigkeit jetzt aufpassen, weil ich super viele Sachen gebufft habe gerade. Gut, aber da wir goldene Teile immer wieder produzieren, können wir halt auch Diesel kaufen im Zweifelsfalle, ne? Das ist jetzt nichts, was uns komplett kaputt machen wird. Ah, hier. Einmal, zweimal. Goldene Teile haben wir gerade keine. Das, was ich gerade gekauft habe, ist instant alles wieder raus. Na toll. Aber es kommen auch gerade alle LKWs irgendwie gefühlt zum Tanken. Kohle kommt. Rote Teile gehen hoch. Gut. Ich würde mal sagen, dadurch, dass wir die Wartung gerade im roten Bereich, im grünen Bereich haben, werden wir das hinkriegen. Ich bin zuversichtlich. Dann bin ich für heute nämlich mal raus. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen recht schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Joseko.